Berlin. Hier arbeitet Obergerichtsvollzieher Björn Ellen. Der 59-Jährige ist im südöstlichen Bezirk Treptow-Köpenick zuständig. Bei seinen Außendiensteinsätzen begleitet ihn oft Schlossermeister Jörg Herrmann, um Gerichtsbeschlüsse auch bei verriegelten Türen durchzusetzen. Mehr als 3,5 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt. Und jeder Zehnte ist überschuldet. Zu den Aufgaben des Gerichtsvollziehers zählen nicht nur Pfändungen und Zwangsräumungen von Wohnungen. Immer wieder muss Björn Ellen sicherstellen, dass Strom- und Gasanschlüsse gesperrt werden, wenn die Schuldner ihre Rechnungen nicht zahlen. So, was steht denn an hier? Gaszählersperrung. Wir warten auf den Mitarbeiter von dem Gasunternehmen. Und hier soll der Gaszähler gesperrt werden, weil eben Forderungen nicht bezahlt worden sind. Das heißt, da wird es jetzt gleich kalt in der Bude. Da wird es dann kalt in der Bude. Und ist natürlich im Winter immer ein bisschen unangenehm, aber komischerweise sind die Energieunternehmen immer bestrebt, solche Sperrungen oder Vollstreckungen auch in der Regel in den kalten Jahreszeiten zu machen, weil die Zahlungsbereitschaft der Kunden natürlich dann auch entsprechend proportional steigt. Und fällt dir das im Winter schwerer, so ein Ding durchzusetzen als im Sommer? Nee, weil der Grundsatz bleibt ja, Rechnung nicht bezahlt, dann hat es Konsequenzen. Also ich sag mal, die sind natürlich im Winter deutlich bitterer, aber da mich jetzt mit jedem einzelnen Fall damit auseinanderzusetzen und dann auch irgendwelche Befindlichkeiten dazu haben, finde ich jetzt nicht angebracht. Ein Vorgang, bei dem Björn Ellent und Jörg Herrmann dem Außendienstmitarbeiter des Gasversorgers Zugang verschaffen müssen. Das heißt, Sie sind derjenige, der jetzt gleich dann den Gas. Ich muss den Gas wieder absperren, beauftragt, weil eine Sperrung vorliegt, wahrscheinlich wegen Geld. Und da muss ich den Zähler rein in die Wohnung und den Zähler zumachen. Doch um zur Wohnung des Schuldners zu gelangen, muss Schlossermeister Jörg Herrmann erst einmal die Gemeinschaftshaustür öffnen. Wieso macht ihr diesmal hier unten schon auf? Na, ich habe schon geklingelt, macht keiner auf. Also ich habe schon geklingelt, weil das ja auch ein angekündigter Termin ist. Also das ist jetzt kein Geheimtermin, sondern derjenige soll ja auch vorbereitet sein. Und der Aufwand soll ja auch normalerweise so gering wie möglich gestaltet werden. Das haben wir jetzt hier schon nicht, weil ich habe unten geklingelt, macht keiner auf. Also wir müssen schon mal irgendwie hier durch die Gemeinschaftstür rein und dann praktisch nach oben. Und dann gucken wir, es kann natürlich sein, dass die Klingel kaputt ist und ja auch die Klingel kaputt. Ja. Und bis wir dann. So, erste haben wir geschafft, dann gehen wir schon mal langsam hoch. Ob die Klingel wirklich defekt ist oder ob sich der Schuldner womöglich nur verschanzt, wird sich gleich zeigen. In diesem Fall ist die Wohnungstür sogar extra gesichert. Geh mal ein Stück nach hinten. Geh mal und geh mal rein. Haben wir gehört? Der Mieter hat das jetzt gemacht? Ja, damit wir nicht mit dem Haken probieren können, ob nur zugezogen ist oder also zumindest an die Falle rankommen, an das Schloss. Hat er extra gemacht, klar. Ja. Das heißt, wir machen jetzt die Wohnung auf, bitte. Kein ungefährliches Unterfangen, wie Schlossermeister Jörg Herrmann aus leidvoller Erfahrung weiß. So, und immer ein bisschen vorsichtig auch an der Tür, ja. Es kann immer sein, dass jemand von drinnen noch rauskommt. Immer ganz ruhig und... Der 63-Jährige wurde schon einmal mit einem Messer angegriffen. Seither trägt er eine Schutzweste. Ja, kommst du? Ja. Die beiden können nie sicher sein, was sie hinter der nächsten Tür erwartet. Hallo! Oh, lecker. Oh, das ist ja gut. Ja, hier ist schön. Ja. Lass mal gucken, ob jemand da ist. Ach du Scheiße. Wahnsinn. Was ist los? Na ja, ist voll und sehr unaufgeräumt, die Wohnung, um es mal vorsichtig auszurechnen. Ja. So. Okay. Ja, hier ist echt happig. Nee, er ist nicht da, das heißt, das ist sein Schlafplatz. Das habe ich schon lange nicht mehr. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Sicher, Scheiße. Das ist das Schlafzimmer da hinten. Offenbar eine Messi-Wohnung. Der Schuldner scheint auch damit überfordert zu sein, Ordnung in seinen Alltag zu bringen.
Wahnsinn. Oh, die Küche ist ja auch lecker. Die Räume sind in einem katastrophalen Zustand. Und es kommt noch schlimmer. Du Björn, ja. Das hängt an der Tür. Ich mach das weg. Mann, mach das weg. Was willst du von mir? Hör auf damit. Ich hab hier noch von so einem Sachen gesehen. Ich sag noch mal. Ja, mach das weg, bitte. Ich mach das nicht weg, ich lass das hängen. Ja, aber du musst mir das jetzt auch nicht vor die Nase halten. Das ist aber empfindlich heute, wa? Der Kollege. Wir bauen einen neuen Dings ein, wa? Ja. Bist du auf der Arbeit, Ed? Nein. Weißt du nicht? Oder? Nee, weiß ich nicht. So. Weiß ich nicht. Kann sein, ich kenne so Leute, die hier arbeiten. Ja, ich auch. Hab ich auch schon gesehen. Und zwar im Anzug und Krawatte, habe ich schon gesehen. Rauskommen sehen aus so einer Wohnung, das ist toll. Wie oft erlebt ihr sowas? Also ich erlebe sowas relativ oft, wobei das schon ordentlich ist an der oberen Grenze hier. Also der liegt ja mitten in den Büchsen drin, Schlafzimmer habt ihr ja gesehen. Das ist schon nicht so häufig, aber es gibt sehr, sehr viele. Ja, das kann so ja sein, dass er arbeiten geht. Ja, die haben einen Job, dann kommen die nach Hause und dann zack, ja, nehmen die ihre Getränke mit und dann legen die sich hin. Und dann nehmen die morgens wieder pünktlich zur Arbeit. Gibt sowas. Krass. Ja, ist krass. Und du, Björn, wie oft hast du so eine Fälle? Verteilt über 30 Jahre sehr, sehr oft. Wirklich sehr, sehr oft. Früher noch viel mehr, weil ich da noch in anderen Bezirken tätig war. Kommt immer wieder regelmäßig vor. Wobei das jetzt schon auch zu den oberen 10% gehört, sage ich mal, von der Quote her. Das ist schon immer krass. Ne? Ja. Und das scheint ja auch ein relativ normaler Mensch zu sein. Da fragt man sich dann auch, was ist da schiefgelaufen irgendwie. Man merkt auch zum Beispiel, dass es halt bewohnt ist und dass es halt regelmäßig betreten wird am Geruch alleine schon, wenn man reinkommt. Ne? Es riecht nicht sehr unangenehm. Also es ist eigentlich so relativ normal für die Verhältnisse. Und das ist eher ungewöhnlich, deutet aber darauf hin, dass praktisch ein regelmäßiges Leben stattfindet in der Wohnung. Und dann fragt man sich halt, wo, von welcher Stelle. Das lässt einen dann manchmal schon ein bisschen sprachlos zurück. Aber wie gesagt, wir sind es gewöhnt. Also man stumpft da so ein bisschen ab, glaube ich. Björn Elend muss nun sicherstellen, dass Dirk Duplo seiner Arbeit nachgehen kann. Also wir stellen jetzt praktisch Gas ab. Ich stell den Gasgänger jetzt ab. Ich stelle die Versorgung ein. Und ja, sobald wieder bezahlt ist, kommen wir wieder und werden den Zähler wieder öffnen. Wie lange dauert das, wenn man bezahlt hat, also bis dann wieder an ist? Ja, unmittelbar. Also am selben Tag noch? Am selben Tag nicht, am Tag später wahrscheinlich, dann wird sofort wieder aufgemacht. Okay, was kostet das jetzt, dass Sie hier sind? Nur die Rechnung, die offen ist, mehr nicht. Okay, also das Sperren muss er jetzt nicht nochmal extra bezahlen? Nein. Über das gesamte Vorgehen informiert der Gerichtsvollzieher mittels Scheiben an der Wohnungstür. Der Schuldner hatte genug Möglichkeiten, es nicht so weit kommen zu lassen. Naja, also bis es bis zur Tätigkeit des Gerichtsvollziehers kommt, dann weiß er, hat er Mahnungen bekommen von dem Versorger, mehrere Mahnungen in der Regel, eine Aufforderung, dass er zahlen soll. Dann ging es ins gerichtliche Verfahren. Das Gericht stellt ihm diese ganzen Klagen zu. Das stellt ihm auch das Urteil zu, nachdem er verurteilt worden ist, die Sperrung zuzulassen. Es gibt diverse Möglichkeiten, das im Vorfeld zu regeln. Das ist hier die allerletzte Konsequenz. So, Zähler gesperrt. Okay, dann lassen wir den Schlosser noch die restliche Arbeit. Ja, lassen wir mal arbeiten, genau. Jörg Herrmann vermutet, dass vor allem die merkwürdige Tüte an der Tür nicht zufällig dort hängt. Eine Sicherheitsmaßnahme ist das. Sicherheitsmaßnahme, dass keiner was rumbastelt. Hat er bestimmt dafür hingehangen, damit man sich schön ekelt. Hör mal, ich war letztens in einer Wohnung. Da waren, die hatte Hunde und hat dann Frischfleisch immer geholt beim Fleischerabschnitt. Und Innereien und so. Und dann hat die das vergessen in der Wohnung, diese Sachen. Und dann quillt das ja auf, ne? Das bläht ja natürlich. Du konntest die Dinger nicht mehr hochheben. Beim Hochheben sind die geplatzt. Das ist eklig. Ja, Wahnsinn. Das war echt hart. Das hat wahrscheinlich auch sehr gestunken, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Türen mal abgeklebt. Vom Hausmeister so hat es rausgestunken. Ganz schlimm. Ganz übel. Also Frischfleisch und dann liegen gelassen über Monate, das ist nicht schlecht. Also so, Björn, ich bin durch. Gut, dann brauche ich den Schlüssel. Willst du noch mal drinlegen oder irgendwie Zettel? Ich habe den Zettel draußen ran gemacht. Okay. Der ist an der Tür. Okay, dann machen wir zu.
Zack. So, wir schließen wieder schön ab, wie es vorher war. Jetzt gehen wir rein und dann zack. Das geht jetzt zur Polizei. Die haben da so ein Schlüsselbuch. Das nennt sich Schlüsselbuch tatsächlich, weil ich bin ja nicht der einzige Gerichtsvollzieher, der hier tätig ist. Und den sortieren die ein. Und wenn der jetzt kommen sollte, dann kriegt er den ausgehändigt. Ne? Und nach Vorlage des Ausweises wollen wir mal hoffen, dass er den nicht da drin vergessen hat. Ne? Sonst ist es schwierig mit dem Nachweis. Ja, und was ist, wenn er das hat? Dann muss er den Jörg anrufen und dann muss der Jörg ihm die Wohnungstür aufmachen. Nee, dann kriegt er die Schlüssel nicht. Auf keinen Fall. Nein, wenn er sagt, mein Haus ist in der Wohnung, fahre ich vom Abschnitt mit ihm hierher, wenn er Glück hat. Für Björn Allen ist der Fall hier erledigt. Doch für den Schuldner fängt der Ärger jetzt erst richtig an.